Pastor Stefan, good to have you with us today. Pastor Stefan und Christine, wir sind froh, dass ihr da seid. Gut, dass ihr da seid. Always glad to have other pastors with us. Wir sind immer froh, wenn auch andere Pastoren mit uns sind. Amen. Amen. Hallelujah. Well, Father, we've ministered unto you. Vater, wir haben dir gedient. We've ministered in song. Wir haben dir gedient im Singen und im Psalmen. And Lord, you tell us in your word. Und Herr, du sagst uns in deinem Wort, that with the effort and the heart that we put toward you, dass gemäß der Kraft, die wir mit unserem Herzen dir begegnen, in ministering unto you, und dir dienen darin, that you will minister back to us, dass du uns dann in dem Maß auch zurückdienst. And so, Father, I pray, und so bete ich, Vater, that your word comes forth, dass dein Wort hervorkommt, unhindered this day, ungehindert heute an diesem Tag. I pray that your word speaks, ich bete, dass dein Wort spricht, directly into the heart of each and every person that is here, direkt ins Herz von jedem Einzelnen, der jetzt hier ist, and that is also with us over the internet, und auch zu jedem Einzelnen, der jetzt verbunden ist mit uns hier übers Internet. Your word goes forth, dein Wort geht hervor in demonstration and power, in Erweisung der Kraft of the Holy Spirit, des Heiligen Geistes. And through your word, und durch dein Wort our lives are changed, werden unsere Leben verändert. It's living word. Denn es ist lebendiges Wort. Speak to your family today. Sprich heute zu deiner Familie. And Father, there might be some that maybe are with us or some on the internet that don't know your son Jesus. Und Vater, da mögen heute vielleicht einige unter uns sein oder auch übers Internet, die Jesus, deinen Sohn, noch nicht kennen. Speak to their hearts. Sprich zu ihren Herzen. And Holy Spirit, ein Heiliger Geist, you're the convictor. Du bist derjenige, der überführt. So you do that work today. Also wirkst du genau daran heute, to draw people to Jesus, dass du Menschen zu Jesus ziehst. And this is where we pray. Das beten wir. And this is what we believe. Und das glauben wir. In Jesus' name. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Today, heute, you can open your Bible, könnt ihr eure Bibeln aufschlagen. To Hebrews, the 12th chapter. Und zwar im Hebräerbrief, das 12. Kapitel. Hebrews chapter 12. Hebräerbrief, Kapitel 12. And as I've been seeking the Lord about what to give today, und so wie ich den Herrn darüber gesucht habe, was heute zu geben ist, something just kept coming up. Da ist etwas immer wieder wiederholt in mir hochgekommen. Coming up. Es ist immer wieder hochgestiegen. Coming up. Es ist hochgekommen. Lay aside the weight. Legt alles ab and learn to say no. Und lernt zu sagen nein. Lay aside the weight. Legt jede Last ab and learn to say no. Und lernt nein zu sagen. Everybody say, I learn to say no. Sagt mal alle zusammen, ich lerne nein zu sagen. If God has a no, und wenn Gott ein Nein hat, then you know what? Wisst ihr dann was? There's a better yes. Weil er ein besseres Ja für euch hat. God loves us. Denn Gott liebt uns. Amen. Amen. And because God loves us, und weil Gott uns liebt, he tells us what is right and what's wrong, what's good for us and what isn't good for us. Deshalb sagt er uns, was richtig ist, was gut ist und was eben nicht richtig und nicht gut ist, was falsch ist. Ja. My son told me the other day, he said, now I understand, Dad, why you told me no about some things. Neulich hat mein Sohn mir gesagt, Papa, jetzt verstehe ich,
was du mir früher mal gesagt hast, was du gemeint hast und warum das richtig war. At that time, he didn't like it. Zu dieser Zeit damals hat er es wirklich nicht gemocht. But because parents many times know better, aber weil Eltern oftmals die Dinge eben besser wissen, they have to say no. Müssen sie dann halt einfach mal Nein sagen. Because there's a better yes. Weil es ein besseres Ja gibt. Did your dad tell you no every once in a while, Mark? Yes, he did. Did your mom tell you no every once in a while? Yeah, meine Eltern haben ja auch hin und wieder mal ein klares Nein sagen müssen. And look at the fruit here. Und schaut euch mal jetzt die Frucht an davon. Halleluja! Halleluja! Isn't that great? Ist das nicht großartig? Hebrews 12 and verse 1. Hebräer 12, Kapitel 1, Vers 1. It says, da heißt's, wherefore, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, let us lay aside the weight. So lasst uns jede Last ablegen. Everybody say, lay aside the weight. Sag das mal zusammen, leg jede Last ab. And the sin which does so easily beset us. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. How many times do we say this? Wie oft sagen wir das? Wir gehen vorwärts. We are going forwards. Have you ever heard that here? Habt ihr das jemals hier schon gehört? Probably more. Höchstwahrscheinlich noch mehr als nur 1000 Mal. I remember walking off the airplane. Ich erinnere mich noch, wie ich vom Flugzeug aussteige. In September. Im September. Of 2000. Im Jahr 2000. Wir gehen forwards. We go forwards. We go forwards. Wir gehen vorwärts. Not knowing what all was ahead. Ohne irgendeine Ahnung, was vor uns liegt. But knowing that God has spoke. Aber in dem Wissen, dass Gott gesprochen hat. To leave the land of America. Das Land Amerika zu verlassen. And go to Germany. Und nach Deutschland zu gehen. And for me. Und für mich, that was a time of going forward. War das eine Zeit des Vorwärtsgehens. You understand? Versteht ihr? God has a plan for all of us to fulfill. Gott hat einen Plan für alle von uns, den wir erfüllen können. Your life is to be a plan. Dein Leben soll ein Plan sein. You're not just here to breathe air, to sit on a chair. Du bist eben nicht hier, um einfach nur da zu sein, auf dem Stuhl zu sitzen und Luft wegzuschnaufen. Just to work a 9-to-5 job. Und keinen gewöhnlichen 9 bis 17 Uhr Job zu haben. Go home. Heimzugehen. Turn on the television. Fernseher zu schauen. Eat you a nice schnitzel. Schnitzel essen. Get up the next morning, do the same thing. Nächsten Morgen wieder aufstehen und das gleiche wieder. I'm not saying that you're not supposed to work a 9-to-5 job. Ich sag damit nicht, dass du nicht eben auch solch eine Arbeit vielleicht haben solltest. The word says if we don't work, we don't eat. Denn das Wort sagt klar, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. But there's a purpose here. Aber da ist ein Zweck dabei. For our lives. Ein Zweck hinter unserem Leben. There's goals. Da gibt's Ziele. There's dreams. Träume. There's a reason that God chose you here now and not 300 years ago. Da gibt's einen Grund dafür, dass Gott dich auserwählt hat, hier und jetzt da zu sein und eben nicht vor 300 Jahren schon. There's a reason that people have come into your lives. There's a reason that things have happened. Da gibt's einen Grund dafür, dass Leute in dein Leben getreten sind. Gründe dafür, warum gewisse Dinge in deinem Leben geschehen sind. Things that your head couldn't explain. Dinge, die dein Kopf nicht erklären können. But you knew that it was something that was working in your life that was supernatural.
Dinge aber, wo du weißt, dass Dinge geschehen sind in deinem Leben, die übernatürlich passiert sind. And that's God. Und das ist Gott gewirkt. Somebody praying behind the scenes. Jemand, der hinter den Kulissen im Hintergrund gebetet hat. When I was in the States, als ich in den Staaten war, the last church that I was in, bei der letzten Gemeinde, in der ich dann dort war, the pastor was telling me, da hat der Pastor mir gesagt, he had this big cow ranch, und er hatte eine riesige, ja, Kuh-Ranch, and he was full of anger, und er war so voller Zorn, er war verbittert, and hate, er war voller Hass, and a lot of things happened in his past, und viele Dinge sind in seiner Vergangenheit passiert, but he had parents. Aber er hatte Eltern. And other people around that knew that there was a different life than hate. Und andere Leute um ihn rum, die wussten, dass es da ein anderes Leben gibt, als nur voller Zorn und Hass zu sein. And he was driving down the road. Und so war er unterwegs auf der Straße. And his pickup had an accident with a semi. Und sein Pickup-Truck hatte einen Unfall mit einem Laster. And in the middle of that, und mittendrin there was an angel, war ein Engel dabei, that pulled him out of that accident, der ihn rausgezogen hat aus diesem Unfall. Think about an unbeliever, denk mal drüber nach, ein ungläubiger Mensch, he should have died, der eigentlich hätte sterben müssen. Even the police and the people that showed up, the sheriff that showed up for the accident, they don't understand how he got out of it alive. Die Polizei, die auftauchte, und der Sheriff, all die Leute, die dort dazugekommen sind und das gesehen haben, er konnte sich natürlich nicht erklären, wie dieser Mann überhaupt aus dem Unfall rauskommen konnte und das Ganze noch überlebt hat. It shocked him. Das hat ihn geschockt. And thank God he got saved. Und Gott sei Dank wurde er errettet. And then, right after that, when he got saved, und dann direkt nachdem er dann errettet wurde, he said there was a man, sagte er, da war ein Mann, he had met a few months before, den er vor einem, before, den er einige Zeit vorher getroffen hatte. And this man sent him a whole box of books. Und dieser Mann hat ihm eine ganze Kiste voller Bücher zukommen lassen. And you know what those books were? Und wisst ihr, was diese Bücher waren? A whole box of Kenneth Hagin books. Eine ganze Box voller Kenneth Hagin Lehrbücher. A divine appointment. Ein göttliches Treffen. He said the man didn't really know who I was. Der Mann sagte, der andere wusste ja eigentlich nicht wirklich, wer ich überhaupt war. I wasn't saved when we met. Ich war ja noch nicht errettet, als wir uns trafen. But it wasn't too long after that this accident came and an angel pulled him out of the accident. Und es war nicht lange nachdem der Unfall passiert war, dass der Engel kam und ihn rauszog aus diesem Geschehen. And then. Und dann. Somebody. By the unction of the Holy Ghost, jemand, der durch die Eingebung des Heiligen Geistes vorwärts ging, sends him a box of some of the best books you could read to learn the Bible. Sendet ihm eine ganze Kiste voller Lehrbücher von den besten, die du kriegen kannst, um die Bibel wirklich zu lernen. And you ought to see what that ministry is today. Und ihr solltet heutzutage diesen Dienst sehen, wie er sich entfaltet hat. He learned a lot about pastoring from being a cow farmer. Er hat sehr viel darüber gelernt, was es wirklich bedeutet, ein Pastor zu sein, indem er ein Rancher war, ein Kuhhirte sozusagen. Und er hat heute einen wunderschönen Platz dort, mit wunderbaren Leuten. Und ich verspreche es euch, dass jeder von euch, dass heute jeder einzelne von euch can probably share an experience with me or with others höchstwahrscheinlich ein Erlebnis teilen könnte mit mir oder auch mit anderen that have happened in your life that you cannot explain. Über Dinge, die in eurem Leben passiert sind, die ihr mit eurem Intellekt nicht mehr erklären könnt. For 36 years I waited for my dad to come to Jesus. 36 Jahre lang habe ich selbst persönlich darauf gewartet, dass mein eigener Papa zu Jesus findet. But I want you to know there was prayer
going in the background. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass im Hintergrund regelmäßig Gebet abgelaufen ist. And I'll never forget the day my dad told me. He said, "One day, son, I'm going to have faith like you. I believe I'll have faith." But he still wouldn't give his life to Jesus. Und ich vergesse niemals den Tag, als mein Papa auf mich zukam und sagte: "Sohn, ich wünschte, ich hätte einen Glauben, so wie du ihn hast." Er hatte ihn zu dieser Zeit doch nicht. He died one time. Und dann ist er auch sogar einmal gestorben, when a semi-truck tire blew up, als sein LKW-Reifen explodierte. One of the farm trucks, the truck came. It was a semi. You used it on the road during times that we weren't in harvest. Es war auf der Ranch und the farm. Ein auf der Farm und LKW-Reifen, der auch zur Erntezeit eingesetzt wurde, der ist explodiert. His body out of his shoes. Und die Druckwelle hat ihn aus seinen Schuhen rausgerissen und durch die Luft geschleudert. Blew his body 75 feet across the room. 75 Fuß, das sind, wie viel ist das? 15 Meter oder nee, 30 Meter? 30 Meter durch die Luft geschleudert. He came out of his body, he saw them load his body up on the ambulance. Und beim Aufschlag hat er seinen Körper verlassen und er sah dann zu, wie die Rettungsdienste dazugekommen sind und sich um seinen toten Körper kümmerten. And he came back. Und danach kam er wieder zurück in seinen Körper durch Gebet. I'm glad he did. Und ich bin sehr froh, dass er das getan hat. Because he wouldn't be in heaven today if he hadn't. Denn wenn er das nicht getan hätte, wäre er heute nicht im Himmel. Had a drunk driver. Und dann war noch ein betrunkener Autofahrer, he was driving in front of him, der vor ihm herfuhr, middle of the night, mitten in der Nacht. He finally decides, I'm gonna try to pass him. Schließlich und endlich hat er sich entschlossen, ihn zu überholen. Remember, he's unsaved at this time. Erinnert euch, zu diesem Zeitpunkt war er noch unerrettet. He hasn't accepted Jesus yet. Er hatte Jesus noch nicht empfangen gehabt. But he goes around this drunk driver. Aber er fährt um diesen betrunkenen Autofahrer vorbei. And all of a sudden the driver tries to push him off the road. Und plötzlich versucht der Betrunkene, ihn von der Straße abzudrängen. And three times und dreimal his horn honked. Hat seine Hupe ausgelöst. He didn't honk the horn. Er selber hat die Hupe nicht betätigt. The next morning he had his mechanic that had the whole horn pulled apart because it shocked him. Am nächsten Morgen hat er es veranlasst, dass ein Mechaniker die Hubanlage untersuchte, weil diese Sache ihn dermaßen geschockt hat. But you understand? Versteht ihr? His life was saved. Sein Leben wurde da bewahrt. Through prayer. Durch Gebet. Through prayer. Durch Gebet. Many of you, your life was saved because of somebody's prayer. Viele von euch wurden am Leben bewahrt, weil jemand anderes für euch Fürbitte getan hat. Viele von euch haben Erlebnisse hinter sich, weil jemand im Hintergrund dran war und Gott dich liebt. Und er wartete auf dich. Er hat auf dich gewartet, dass du zu ihm kommst. Und so wie du zu ihm kommst, sagte er, hey, ich habe dich für einen Zweck geschaffen. Wirklich, ein Lebenszweck. Verstehst du? So we come along. Also, wir kommen daher. We're born again. Wir sind von neuem geboren. We're baptized in water. Wir sind im Wasser getauft. We're baptized with the Holy Ghost, God's power. Wir sind getauft im Heiligen Geist mit der Kraft Gottes. And then we begin to realize, und dann fangen wir an zu erkennen, that there is a different life. Dass es da ein ganz anderes Leben gibt. A different way. Eine andere Art zu leben. To go with our life. Eine andere Weise, mit unserem Leben umzugehen. And so we began to go forward. Und so fangen wir an, vorwärts zu gehen. Everybody say, I'm going forward. Sagt das mal alle zusammen, ich gehe vorwärts. And we're on fire for God. Und wir sind feurig für den Herrn. Oh, Halleluja, we're saved. Halleluja, wir sind errettet. Everything is changed. Alles hat sich verändert. Jesus is our focus. Und Jesus ist unser Fokus. And the devil, und der Teufel, he lost. Er hat verloren. He lost in your life. Er hat in deinem Leben verloren. He couldn't fulfill his plan. Denn er konnte seinen Plan für dich because nicht erfüllen. That man was here.
Denn versteht, der Mensch war ja hier, to be loved by God and to represent God in the earth. Um durch Gott geliebt zu sein und Gott auf der Erde auch zu repräsentieren. To be sons and daughters. Um hier als Söhne und Töchter zu leben. To live and do what Jesus does. Um zu leben und zu tun, was Jesus tut. And the devil lost you. Und der Teufel hat dich verloren. Tell your neighbor, the devil lost you. Sag das mal deinem Nachbar, der Teufel hat dich verloren. So he lost that battle. Also, er hat diesen Kampf verloren. Then he got another idea. Aber dann hat er eine andere Idee. You know what that idea is? Und wisst ihr, was das für eine Idee ist? To get you sidetracked. Er versucht dann, dich abzulenken. With weights. Durch die Lasten. With other flows. Mit anderen Strömungen. Other directions. Mit anderen Richtungsweisungen. Things that are contrary to the word. Dinge, die dem Wort gegenteilig sind. You see, Paul, when he writes this, he's coming right out of Hebrews the 11th chapter, and he's talking about all these Old Testament saints that did great things for God. They didn't compromise. Seht ihr, Paulus, der diese Schriftstelle geschrieben hat, er kommt direkt aus dem Kapitel 11 von Hebräerbrief heraus, wo er all diese alttestamentlichen Heiligen aufgelistet hat, die wirklich Gewaltiges durch Gott und für Gott getan haben. Think about David. Denkt mal über David nach. All those Israelites around him were afraid of the Philistines. All diese Israeliten um ihn rum, die vor Panik aufschrien vor den Philistern. They got a big one. Denn die haben dort einen Riesen in den Reihen. He's a big giant. Er ist wirklich ein gigantischer Riese. Everybody afraid. Und jeder war wirklich vor Angst erfüllt vor diesem Mann. And David said, "You guys are all afraid." Und David sagte dann, ihr habt alle Angst, but I'm in the covenant. Aber ich stehe im Bund. I'm in God's covenant. Ich stehe im Bund mit Gott. And God says we win. Und Gott sagt, wir gewinnen. And God says that nothing can stand before me and the promise of God from manifesting in my life. Und Gott sagt, nichts kann sich stellen zwischen mich und den Verheißungen Gottes für mein Leben. The plan of God. Der Plan Gottes, he did it by himself. He took on a giant by himself. Und so hat er mit dieser Haltung es alleine aufgenommen mit diesem Riesen. My question today is, und meine Frage ist heute, are you gonna go forward? Willst du vorwärts gehen, whether anybody else does or not? Ob irgendjemand sonst vorwärts geht oder eben nicht? We all have to make an individual decision. Jeder einzelne von uns muss eine ganz eigene individuelle Entscheidung treffen. There's a lot of crowd followers out there. Es gibt eine ganze Menge von Menschenmengen Folgern, Nachfolgern. Versteht ihr? The clothes industry, they work that way. Die ganzen Trittbrettfahrer, die auf die Klamottenindustrie abfahren. They put out the advertisement, everybody got to get it, everybody got to get it. Die Klamottenindustrie, die Werbung verbreitet und suggeriert, dass jeder eine bestimmte Sache haben muss, weil es einfach im Trend ist. You understand? Versteht ihr? There's all kinds of trends. Es gibt alle möglichen Trends. Trends with cars. Trends, was Autos angeht. Trends with shoes. Oder Schuhe. Trends with hairstyles. Oder Frisuren, die in Mode sind. Trends. Modetrends. What are you gonna do? Was machst du? Are you willing? Bist du willig? To go forward, whether anybody else is willing to go forward or not. Vorwärts zu gehen, ob du damit alleine dastehst oder nicht, ob jemand sonst das macht oder nicht. Do you understand? Verstehst du? And this is exactly what Paul is writing in this verse. He's talking about an athlete. Und das ist exakt das, was Paulus hier beschreibt in diesem Vers. Er schreibt über einen Sportler. An athlete is a disciplined
person. Ein Athlet ist ein sehr disziplinierter Mensch. How many of you know those professional athletes that go in the Olympics? Wie viele von euch kennen Sportler, die bei Olympia teilnehmen? They're disciplined. Das sind Profis, die voll diszipliniert sind. They have a routine in their day. Sie haben eine Alltagsroutine. They're totally focused. Und sie sind total ausgerichtet. For the goal. Um das Ziel zu erreichen. First of all, to make the team. Zunächst einmal, um es überhaupt ins Team zu schaffen. And to win. Und dann aber auch zu gewinnen. I tell your neighbor, you're a winner. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Gewinner. You know, when I got on fire for God, I was 16 years old. Wisst ihr, als ich feurig wurde für Gott, da war ich 16 Jahre alt. And in the school, the kids were out drinking alcohol, getting drunk, driving crazy, doing crazy stuff. Und die anderen Teenager in der Schule, sie waren unterwegs mit Alkohol und sind auch unterwegs gewesen und sind gefahren. Völlig verrückte Dinge haben sie gemacht. And sometimes they would point the finger, ha ha. Und manchmal haben sie spöttisch ihre Finger auf uns gezeigt. But you know what? Aber wisst ihr was? I didn't care. Das war mir egal. Because I got a drunk. Weil ich eine Betrunkenheit kenne. That's nothing. Die. What they have is nothing compared to what I had. Die verglichen mit dem, was sie hatten, alles in den Schatten stellt. There's no drunk like a Holy Ghost drunk. Denn das, was sie hatten, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Betrunkenheit im Heiligen Geist mir bietet. There's no marijuana, there's no pill, there's nothing out there that compared to the highs that God has. Es gibt keine Drogen, kein Marihuana, keine Pillen, kein überhaupt nichts Vergleichbares mit dem Hoch- und Heilgefühl im Heiligen Geist. And besides that, und neben dem, when you get drunk on the Holy Ghost and you flow with the Holy Ghost, you're still in your mind. You don't give your mind over to devils. Und nebenbei bemerkt, wenn du heil bist und betrunken bist, völlig berauscht bist im Heiligen Geist, dann behältst du in all dem aber trotzdem noch dein gesunden Gehirn, dein gesundes Gehirn, deinen Menschenverstand und gibst eben nicht dein Gehirn und deinen Kopf dem Teufel hin. Do you know how many families are destroyed through drunkenness? Wisst ihr, wie viele Familien zerstört werden durch Betrunkenheit? Do you know how many crimes have been committed? Prisons are full of people that were high and drunk. Wie viele Verbrechen sind geschehen und wie viele Leute sitzen im Gefängnis deswegen, weil sie high waren auf Drogen hin oder wegen Alkoholrausch irgendwas gemacht haben? That allowed the world to break down their conscience. Leute, die es zugelassen haben, dass die Welt ihr Gewissen wirklich dämpft und schließlich ganz zum Erliegen bringt. You must understand that the devil has a plan to bring destruction, but Jesus came that we might have life and have it more abundantly. Ihr müsst verstehen, dass der Teufel einen Plan hat, das Leben von uns zu zerstören, dass aber auch Jesus einen Plan hat und dass er dafür gekommen ist, dass wir das Leben haben und Leben in vollem Überfluss. When you got to do funerals, wenn du Beerdigungen halten musst, and I've done some, und ich habe schon einige halten people müssen, that taken guns and blown their heads off, Beerdigungen von Leuten, die eine Waffe gezückt haben und ihren eigenen Kopf weggeschossen haben, because of the stuff I'm talking about, wegen all diesen Dingen, über die ich gerade gesprochen habe, man, ein Mann, that took an axe and cut his head open, open, open. Ein Mann, der eine Axt genommen hat und seinen eigenen Kopf aufgeschlagen hat und immer wieder aufgeschnitten hat, weil er betrunken war im Alkohol. 8 years I had of prison ministry. 8 Jahre lang hatte ich einen Gefängnisdienst. And you go in there. Und dann gehst du da rein. And people, I wish I hadn't have. I wish I hadn't have. I was under the influence. Und Leute, die immer wieder sagten, ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich wünschte, das wäre nie passiert. Leute, die Dinge getan haben unter Einfluss von Alkohol oder Drogen. You walk through that prison. Und du gehst dann so durchs Gefängnis. In Leavenworth, Kansas. Leavenworth, Kansas. It's one of the most
known prisons in America. Es ist in Amerika eins der bekanntesten Gefängnisse überhaupt. You used to go in there and minister. Ich bin dort reingegangen und habe dort Dienst getan. You walk through one door, dann gehst du dort durch ein Tor and durch they slam it behind you. Und hinter dir wird es zugemacht. And you wait. Und dann wartest du. And the next one opens up. Und vor dir geht das nächste Tor auf. And you go through the next one. Und dann gehst du durchs nächste Tür and they durch. Slam it behind you. Und hinter dir verschließen and sie you es wait wieder. Till the next one. Und du wartest dann, bis das and nächste you keep Tor aufgeht. Going till you're all the way in the middle of that prison. Und dann gehst du weiter, bis du schließlich und endlich irgendwann mittendrin im Gefängnis angekommen bist. And do you know why you go in there with those murderers? Und weißt du, warum du dort reingehst zu all diesen Leuten und auch zu den Mördern und den Vergewaltigern and those people that have committed terrible crimes? All diese Leute, die auch sonstige, schrecklichste Because Verbrechen you begangen know, haben. You got a better way. Weil du weißt, dass du einen besseren Weg für you sie hast. A better way. Du weißt, dass es da einen besseren and Weg thank gibt. God, they're still alive and they can change their direction. Und dank sei Gott, dass all die Menschen immer noch am Leben sind und die Chance haben, ihre Weg anders einzuschlagen. Thank God they didn't die in their condition of sin and spend eternity in hell. You give them a chance. Dank sei Gott, dass diese Menschen eben nicht im Zustand totaler Sünde gestorben sind, um die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen, sondern Gott sei Dank kriegst du die Chance, um ihnen den Weg zu zeigen, dass sie ihr Leben ändern. Church. Gemeinde. Do you realize? Erkennst du wirklich the answers that you have? Die Antworten, die ihr habt, für so viele verletzte Menschen, für so viele kaputte Leute, die wirklich suchen, aber nichts finden konnten. Also so haben sie sich dann etwas anderem hingegeben. And if they would have just found what you have found. Und wenn sie aber gefunden hätten, was du gefunden hast. The thing where people say, "Wow, where have I been all my life? This is wonderful, Jesus." Das, was Leute ausrufen und sich selbst wundern über ihre Vergangenheit und sagen, wo war ich mein ganzes Leben lang? Jesus, jetzt habe ich dich endlich gefunden. Das ist so wunderbar. The one, der eine, that if this man wouldn't have found him as the healer, den dieser Mann nicht gefunden hätte als den Heiler, we probably would have been doing his funeral. Dann hätten wir heute wahrscheinlich schon seine Beerdigung halten or müssen. Or somebody a year and a half ago. Oder jemand anderes vor 1,5 Jahren ungefähr. Because he died of cancer. Weil er sonst an Krebs gestorben wäre. Jesus. Aber Jesus. Everybody say Jesus. Sag das mal zusammen. Jesus. 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 The one. Der eine. When my grandfather was hit by a drunk driver in Lincoln, Nebraska, bam. Oder mein Großpapa, der in Lincoln, Nebraska von einem betrunkenen LKW-Fahrer gerammt wurde. Not LKW, a regular car. He was in the city and somebody hit him at 125 kilometers an hour, sideswiped him and threw him out of his car. Also nicht durch ein LKW, sondern ein ganz normales Auto, das ihn mit 125 Stundenkilometern gerammt hat und er bei diesem Unfall aus seinem Auto geschleudert wurde. And they said, und sie sagten, he will never teach in the University of Nebraska again. He will be a vegetable the rest of his life. Er wird nie wieder lernen in der Universität in Nebraska, sondern er wird den Rest seines Lebens ein Wrack sein. I got news for you, brother. In 3 months he was out of that hospital back in that universe teaching. Hallelujah. Ich sag euch eins, Brüder. Er ist 3 Monate später gesund aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen und lehrt wieder an der Universität und er ist gesund. Our God is alive. Unser Gott, der das tut, ist lebendig. He's real. Er ist echt. You see it? Seht ihr es? I was in Tanzania. Ich war in Tansania. We were preaching fire. Wir predigen Feuer. Fun.
Und wir haben Freude, Spaß und Tanzen, singen und jubeln. Da waren Leute auf der anderen Seite. Von einer anderen Richtung. Aus einer anderen Religion. Und da war es bei denen so dunkel und kalt und steif und staubig. Und man konnte es sehen. Wir wollten vorwärts gehen. Und man konnte es ihnen ansehen, dass sie eigentlich vorwärts gehen wollten, um die Freude zu kriegen, was all die anderen da hatten. At the end of the meeting. Und am Ende der Versammlung. And you'd see them. Und du siehst sie. They would walk like this. Und sie liefen dann so But we were rum. Dancing, we were shouting, we Während were having wir tanzten time. Und jubelten und sangen und Spaß hatten. Halleluja! Halleluja. There's a difference. Da ist ein Unterschied. There's a difference. Da ist ein Unterschied. The woman. Die Frau. That comes up in Uganda. Die in Uganda auf uns zukam. And she's been healed. Sie geheilt wurde. She had a tumor in her breast. Sie hatte einen Tumor in der Brust. She was in extreme pain. Und sie war unter extremsten Schmerzen. She walked on the grounds of the crusade and everything gone. Sie gingen raus aus dem Gelände der Evangelisation und plötzlich waren alle Symptome weg. The next night, nächste Nacht she walks forward. Kommt sie wieder nach vorne. She didn't care. Und es war ihr vollkommen egal. She put her whole life on the line. Und sie hat ihr Leben dafür riskiert, dahin But zu kommen. She didn't care. Aber es war ihr egal. She didn't care what her family thought. Sie dachte, es ist egal, was die she Familie didn't care denkt. What other people had thought. Ihr war es egal, was She'd andere Leute healed. Über sie dachten. Sie wurde geheilt. The pain was gone. Der Schmerz war weg. She said tonight I don't care. She said I give my life to Jesus Christ. Sie sagte, das ist mir heute alles egal. Ich gebe heute mein Leben Jesus. He's alive. Denn er lebt. I'm alive. Und ich bin am Leben. Because he's alive. Jesus ist am Leben. Gotta watch it and pop my buttons today. It's all the muscles from yesterday. Ich muss ein bisschen Obacht geben, weil die Muskeln und mein Hintern mir von gestern noch ein bisschen weh tut. You see, the sometimes you know the word says that we believe in our heart. Manchmal ist es so, und wir müssen das wirklich auch anschauen, denn das Wort sagt, wenn wir uns in unserem Herzen glauben, and we confess, und wir mit unserem Mund bekennen. We're not afraid to confess. Wir haben keine Angst, wirklich Bekenntnis abzulegen. That Jesus Christ is our Lord. Darüber, dass Jesus Christus unser Herr ist. Do you know that in the book of Acts, when the people were baptized in water, it was a very strong statement to the people, I have become a Christian, and I don't care what anybody else thinks or says, I, the old man, has died, and I'm a brand new person in Christ. Hallelujah! Und wisst ihr, dass die Berichte aus der Apostelgeschichte, wo Menschen sich damals aus Glauben an Jesus Christus im Wasser haben taufen lassen, dass das ein äußerst starker Ausdruck war, Gesellschaft gesehen, und dass es Leute waren, die vollkommen hingegeben waren und damit ausdrückten, es ist mir vollkommen egal, was andere Leute, meine Familie oder sonst wer über mich denkt, aber ich bekenne mich zu Jesus in meinem Glauben. I'm not ashamed, Paul wrote. I'm not ashamed. Hallelujah. Look at your neighbor and say, I'm not ashamed. Und Paulus hat das auch geschrieben. Ich schäme mich nicht. Und schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm, ich schäme mich nicht. I'm not ashamed. Ich schäme mich nicht. Of the gospel of Christ. Ich schäme mich nicht des Evangeliums Jesu Christi. I'm not ashamed. Führt, ich schäme mich nicht. Sometimes people walk by our church, our stores, oh, it's a sect, a sect. I'm not ashamed. Manchmal kommen hier Leute am Laden vorbei und sagen, ah, oh, da die Sekte, der Kult hier. Das ist mir egal, ich schäme mich nicht. Hold on. I'm not ashamed. Ich schäme mich nicht. I'm not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation. I'm not ashamed. I'm on my way to heaven. I'm not ashamed. Hallelujah. Ich schäme mich nicht des Evangeliums Jesu Christi, weil es die Kraft Gottes zur Rettung ist. Ich schäme mich nicht des Evangeliums und ich bin auf dem Weg zum Himmel.
My life changed, brother. Bruder, mein Leben hat sich verändert. Halleluja. Halleluja. My family changed. Meine Familie hat sich verändert. Halleluja. Halleluja. I know what it's like to grow up in a broken family. Ich weiß, wie es ist, in einer kaputten Familie aufzuwachsen. I know some stuff out there. Ich weiß, was da so abgeht da draußen. I've seen a lot of broken people in my life. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele kaputte, zerstörte Menschen gesehen. 8 years. 8 Jahre lang. Maximum Security Prison Ministry. Dienst im Hochsicherheitsgefängnis. Broken lives. Wirklich total zerstörte Leben. People kaputt. Menschen, die kaputt sind. My brother. Mein Bruder. Today. Heute. Works with young people. Arbeitet mit jungen Leuten. Some of these kids have been chained up in their basement and fed like dogs. Und das sind teilweise Kinder und Jugendliche, die gefangen gehalten wurden, angekettet im Keller, um gefüttert zu werden wie Hunde. That's the devil. Das sind Werke des Teufels. That's the devil's way. Das ist die Art und Weise des Teufels. Religion. Religion. That sends people to hell. Die Menschen zur Hölle schickt. Because they think that by doing, but they can never do enough. Weil sie ihnen das Denken suggeriert, dass sie durch eigene Werke Rettung finden, aber sie können nie genug machen. You can never come to the point you've done enough. Du kannst nie an den Punkt kommen, selbst genug getan zu haben. That's why the Bible says that our righteousness is as filthy rags. Deswegen sagt die Bibel auch klar darüber, dass unsere eigene Gerechtigkeit ist, so wie Mülllumpen, Putzlumpen. And this is how graphic it is. The rag there is talking about a rag that the woman used during her monthly cycle. Und so grafisch ist es, was die Bibel eigentlich ausdrückt, dass es ein Lappen ist, den eine Frau gebraucht, während sie die monatliche Blutung hat. That's what God says about man trying to get right with God through his own works. You can't do it. Das ist es, was Gott sagt in der Bibel, wenn ein Mensch es versucht, durch eigene Werksgerechtigkeit vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen, was nie funktioniert. But when Jesus comes along, aber wenn Jesus kommt, Halleluja! With his blood, durch sein Blut, his blood, durch sein Blut, when he comes along with his life, wenn er in dein Leben kommt, he makes you a brand new person, I'm not ashamed. Dann macht er dich zu einem ganz neuen Menschen und darüber schäme ich mich nicht. Oh, somebody get on fire today. Komm, jemand mal ins Feuer hier. I wasn't ashamed. Ich hab mich nicht geschämt. When my dad said, "You go this way and I cut you out of all the inheritance." Als mein natürlicher Papa mir gesagt hat, wenn du diesen Weg einschlägst, werde ich dich enterben. I want you to know the inheritance in God is much greater than a 10,000 acre wheat farm. Und ich will dir eins klar machen, dass das Erbe bei Gott um vieles mehr wert ist als eine 10.000 Hektar Weizenfarm. I'm not ashamed. Ich schäme mich nicht. 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 You know what? If I had compromised in that time, my dad would be in hell today. I know it. Ich weiß es ganz genau. Wenn ich damals einen Kompromiss eingegangen wäre, wäre heute mein eigener Papa in der Hölle. But my dad knew nothing could shake me from my faith in Jesus Christ. Aber ich weiß eins, dass mein Papa wusste, dass nichts mich erschüttern kann und abbringen kann von meinem Glauben an Jesus Christus. Hallelujah. Halleluja. And thank God he came on over. Und dank sei Gott, schließlich und endlich ist er auch rübergekommen. You gotta understand, people testing you. Ihr müsst verstehen, dass die Menschen euch wirklich testen. They're testing you. Sie testen euch. Do you really believe what you got? Du wirst getestet, ob du wirklich Gott glaubst. Die Menschen testen Some dich. Some of your old friends, they're testing you. They manche, think you're going crazy. Manche deiner Freunde testen dich, weil sie denken, dass du verrückt geworden bist. Crazy? Verrückt? Crazy people go to hell. Verrückte Leute, die gehen zur Hölle. Crazy people run around this world without God in their life. Verrückte Leute sind die, die in dieser Welt unterwegs sind ohne Gott.
Crazy people turn down the chance for real love and joy and peace and patience and kindness and goodness and hallelujah, the promises and the blessings of God. Verrückte Leute sind die, die absichtlich ablehnen, was Gott als gesegnetes Leben dir bietet. Ein Leben mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Geduld, mit Freundlichkeit, all diesen wunderbaren Dingen. Verrückt sind die, die das ablehnen. Crazy people go to the football game. Verrückte Leute sind die, die zum Football gehen. And they shout. Und dann jubeln. Tor, Tor. Oder beim Fußball, wenn ein Tor geschossen wird. For a dead cow. Wenn sie einer toten Kuh hinterher jubeln. Crazy people. Das sind verrückte Leute. And say, they're fanatics because they shout in church. Und dann sagen die zu uns, die sind fanatische, verrückte Leute, weil sie jubeln in der Gemeinde. I'll tell you what, if you're shouting louder at the football game than you are in church, something got to change in your life. Ich sag dir eins, wenn du als Christ im Fußballspiel lauter jubelst als in der Gemeinde, dann hast du ein Problem und in deinem Leben muss sich mal wirklich was verändern. You ought to be the biggest dancer in this place. Denn du solltest hier an diesem Ort der gewaltigste Tänzer überhaupt sein. Well, you know, it's just not my nature. Das ist einfach nicht meine Natur. Well, then you're telling me God's not in you. Dann sagst du mir damit, dass Gott nicht in dir ist. Because the Bible says God dances over us with joy. Hallelujah. Denn die Bibel sagt, dass Gott über uns tanzt aus Freude. He dances like a tornado over you. Er tanzt wie ein Tornado aus Freude über dich. Zephaniah 3:17, that's what it says. Zephaniah 3:17, es ist genau das, was so gemeint ist. He says, my son Joe. Da heißt's, mein Sohn Joe. He's my son Joe. Der ist mein Sohn Joe. He's not ashamed. Und er schämt sich my nicht. Son Joe. Er ist mein Sohn Joe. My son Joe. Und er ist begeistert über seinen Sohn Joe. Halleluja. Who's crazy? Wer ist denn jetzt wirklich verrückt? Do you understand what we're talking about today? Versteht ihr, was wir hier reden? And that's why Paul wrote, lay this stuff aside, the stuff that's holding you down from being who God wants you to be, kick the thing to the curb and go on. Und das ist es, was Paulus hier schreibt, was er wirklich meint, dass du all das Zeug aus deinem Leben rausschmeißen sollst, was dich davor abhält, wirklich der zu sein, wer Gott dich gemacht hat zu sein. Ah, somebody do something in this. Mach mal jemand was hier. Man, the theater man back there dancing. Der Theatermann da hinten fängt an zu tanzen an. Preist dem Herrn. Amen. Amen. You know, Nigel, he walked away from his whole business. Wisst ihr, Nigel hat sein ganzes Geschäft hinter sich gelassen. Because they began to persecute him. Weil sie angefangen haben, ihn zu verfolgen. So he had to shut the thing down. Also musste er das Ganze schließen. Because he was under people that were telling him, you can't pray for the people, you can't do this, you can't do that. Nigel said, I don't care, Jesus is my Lord. Weil er zur damaligen Zeit noch unter Leuten stand, die ihm gesagt haben, du kannst das nicht weiter so machen, dass du für Menschen betest, dass sie Rettung in Jesus finden und geheilt werden in seinem Namen. Und so hat er gesagt, ich werde Jesus nicht verleugnen. Und so hat er das geschlossen und hat neu weitergemacht. And guess what? Und ratet mal. He got it all back. Er hat alles zurückbekommen. Only Jesus is Lord. Weil Jesus der Herr Halleluja. Ist. Halleluja! Are you willing to say no? Seid ihr willig, Nein zu sagen? Are you willing to say no? I don't go that way. Seid ihr bereit zu sagen, nein, diesen Weg werde ich nicht einschlagen? Are you willing to say no to time wasters? Seid ihr bereit, denen ein Nein zu sagen, die deine Zeit verschwenden? And I'm not saying that we shouldn't have fun. Und ich sage damit nicht, dass wir keinen Spaß haben sollten. But is God control of your time? Aber ist Gott in der Herrschaft über deine Zeit? Do you know how much time people waste on Facebook? Wisst ihr, wie viel Zeit Menschen auch verschwenden in Facebook? You had a clock, how much time you're on. Du solltest mal eine Uhr haben, wo du siehst, wie lange du in Facebook bist. Everybody say hallelujah. Sag mal alle Halleluja. I'm not against Facebook. Ich habe nichts gegen Facebook. I use it as a ministry. Hallelujah. Ich verwende es ja selbst zum Dienst. Amen. Amen.
Hallelujah, but you say hallelujah. Hallelujah. Sag das mal zusammen. Hallelujah. Do you know how much time people waste in front of the stinking television? Wisst ihr, wie viel Zeit Menschen verschwenden vor diesem stinkenden Fernsehbildschirm? And I'm not against television. There is good stuff on there. Ich habe auch nichts gegen Fernsehen, weil es hier wirklich auch Gutes gibt, was man anschauen kann. But there's so much more. Aber es gibt eben so viel mehr. That you can use your time for. Für was du deine Zeit wirklich hernehmen kannst. Everybody say, I love the preacher. Sag mal alle, ich liebe den Prediger. It can be a weight. Es kann eine Last für dich sein. Addictions. Oder auch Abhängigkeiten. These things are weights. All diese Dinge sind Lasten. Time robbers. Zeiträuber. People addicted to pornography. Leute, die pornosüchtig sind. I got news for you. It ain't like that. Ich habe wirklich Neuigkeiten für euch, die mögen das nicht. That's not the way God designed it to be. Und Gott hat es, Gott hat es auch nicht so gemacht, dass wir nur Objekte sind. Everybody say, I love the preacher. Sagt mal alle, ich liebe den Prediger. I wonder how many houses and cars could be bought today. Ich frage mich, wie viele Häuser und Autos gekauft werden könnten. I wonder how much money could be put into the gospel. Ich frage mich, wie viel Geld ins Evangelium gesteckt werden könnte. If people were free from their addictions. Wenn Leute frei werden von all ihren Abhängigkeiten. I wonder how many families are destroyed today because of addictions. Und ich frage mich, wie viele Familien heutzutage zerstört wurden und werden wegen irgendwelchen Abhängigkeiten. Well, nun, I tell you, there's more addictions than just alcohol. Ich sage euch eins, da gibt's weit mehr Abhängigkeiten als nur Alkoholsucht. You'd be surprised how many, in fact, this is what it said in the States right now. Ihr werdet sehr überrascht. Und Folgendes ist momentan in Amerika. It is said, es wird gesagt, that the parents will outlive the kids. Dass die Eltern ihre Kinder überleben werden. You know why? Und wisst ihr warum? Because a lot of the kids today are fat because they sit at home and play video games hour after hour after hour. Weil viele der Kinder dort heute nur noch zu Hause rumhocken, Videospiele zocken und fett werden und Stunden um Stunden um Stunden nichts anderes tun, als zu zocken. And nobody says no. Und keiner ist da, der einschreitet und Nein dazu sagt. What about being outside? Wie wär's denn damit, draußen zu sein? What about playing football and basketball and running and developing relationships with people? Wie wär's denn damit, Football zu spielen, Basketball, einfach draußen rumzurennen, rumzuspringen und gute Beziehungen aufzubauen? But we've moved into this generation where if we get lots of likes, everybody likes me, but if we don't get likes, we're mad because Facebook didn't give us our likes. Wir sind in der Generation heute angekommen, wo es nur noch darum geht, die meisten Likes zu bekommen. Und wenn du ein Like hast auf Facebook, dann bist du happy. Wenn du kein Like hast, bist du depressiv. Und wenn Facebook dich nicht groß rausbringen kann, dann ist dein Leben zerstört. How many clicks can we get on our YouTubes? Wie viele Klicks kriegen wir auf unserem YouTube-Kanal? You know, some of our most powerful messages. Wisst ihr, eine unserer kraftvollsten Botschaften, life-changing messages, lebensverändernde Botschaften, have the least views. Haben die wenigsten Zuschauerzahlen. If I put out signs and wonders, how to manifest signs and wonders, and in fact, our top video right now today is the one about Jezebel. Und wenn wir Videos, the spirit of Jezebel. Wenn wir Videos hochladen und ankündigen über Zeichen und Wunder und all diese spektakulären Sachen und so weiter. Und wisst ihr, tatsächlich ist es so, dass die Botschaft mit den meisten Zuschauern, die ist über Isabel. When we taught that series about true and false prophets. Als wir diese Lehrserie brachten über
wie man erkennt, was wahre und falsche Propheten sind. And there's a lot of crazy ideas about that that the Bible does not teach. Und da gibt's wirklich sehr viel verrückte Vorstellungen über dieses Thema, was die Bibel aber überhaupt nicht lehrt. And so I'm glad they're watching it. Und so bin ich froh, dass sie es immerhin mal anschauen. But do you understand what I'm saying? Aber versteht ihr, was the ich ausdrücken will? The Word says it in the last days that there will be people that will have itching ears. Die Bibel, also das Wort Gottes, sagt, dass in den letzten Tagen die Leute auftreten werden und es in ihren Ohren jucken wird. And what is that? Und was ist das? We like it, we turn it on, we don't like what the preacher says, we're gone. Das ist die Haltung, dass Leute sich nur das anschauen und anhören, was sie mögen, und das ablehnen, was sie nicht mögen. I had people the other day, they asked me straight up, they said, what do you think about homosexuality? Ich habe erst kürzlich Leute hier gehabt, die haben mich ganz direkt ins Gesicht gefragt, was hältst du denn von Homosexualität? What am I gonna tell them? Nun, was soll ich ihnen denn sagen? I know what the Bible says. Ich weiß, was die Bibel darüber sagt. I said, first of all, I love the homosexual. Zunächst einmal habe ich ihnen gesagt, ich liebe Leute, die homosexuell I love sind. The homosexual. Ich liebe Leute, die Everybody homosexuell say, the preacher sind. Loves the homosexual. Sagt mal alle zusammen, der Prediger liebt Homosexuelle. But I hate what they do. Aber ich hasse, was sie tun. And God hates it. Und Gott hasst es auch. He doesn't hate the person. Gott hasst nicht die Menschen. And I have great friends today that used to be in bondage to homosexuality, and they're free and they're married today. Hallelujah. Und ich habe selbst großartige Freunde, die früher gefangen und gebunden waren in Homosexualität, die aber frei wurden und heute glücklich verheiratet sind. This is not a love-hate issue. This is what does the word say? Das ist keine Sache von Liebe oder Hass, sondern es geht hier darum, was das Wort sagt. In fact, the word unclean in the Bible, where Jesus cast out unclean spirits, that word unclean, you trace it back to the Greek, it's talking about homosexuality. Und wenn man in der Bibel zum Beispiel lesen kann, dass Jesus unreine Geister austrieb, wenn man die Wurzel davon im Griechischen untersucht, dann kommt man dahin, dass es dabei um homosexuelle Leute ging, die von solch einem Geist befallen waren. The word in Romans, the first chapter, and it's found several times in the Gospels. Dieses Wort ist zu finden im Römerbrief im ersten Kapitel und auch an einigen anderen Stellen in der Bibel, überall well, verstreut. You don't love, you don't. It's that's not the issue here. Du liebst ja nicht. Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt hier. And it's not a race. Und es ist auch keine Rasse. It's an action. Sondern es ist eine Aktion. Do you understand? Versteht ihr das? God does not make a person a homosexual. Gott macht keinen einzigen zu einem Homosexuellen, weil Gott nicht verwirrt ist. He's not confused. Gott ist nicht verwirrt. You understand? Versteht ihr? Even with the body, there's certain things that belong in certain places and certain things don't belong in certain places. Wenn man den Körper einfach mal ganz nüchtern anschaut, dann stellt man fest, dass gewisse Teile an bestimmte Orte hingehören und manche Teile an gewisse Orte eben nicht hingehören. Everybody say I love the preacher. Sag mal alle, ich lieb den Prediger. And see if we can bring the truth in love, we can help get the people free. Und seht ihr, wenn wir fähig sind, die Wahrheit in Liebe den Menschen zu bringen, dann können wir ihnen auch helfen, frei zu werden von dem Zeug. But I'm not ashamed. Aber ich schäme mich nicht. And whether you like me or not, I'm going to tell you the truth. Und ob du mich nun magst oder nicht, ich werde dir die Wahrheit sagen, und an den Punkt müssen wir kommen, Gemeinde. Whether you like me or not. Ob du mich magst oder nicht. It's not whether or not you like me. I'm going to tell you the truth because I love you. Das ist nicht der Punkt, ob du mich magst oder nicht, weil ich dich liebe und ich sag dir die Wahrheit. Say I love the preacher. Sag mal, ich liebe den Prediger. Let's look at another verse. Lasst uns noch einen anderen Vers anschauen. Okay, I want to give you this word where it says to lay aside the weight. Okay, ich werde euch dieses Wort geben, wo es heißt, jede Last ablegen. This is what it means in the Greek. Im Griechischen hat es folgende Bedeutung. It means to push it away. Es bedeutet, etwas wegzustoßen. And get it way far from you. Und wirklich weit weg von dir zu entfernen. So any weight. Also jede Last, that's trying to hold you. Die dich versucht
abzuhalten, zurückzuhalten von deinem Vorwärtsgehen in Gott. Das Wort sagt darüber, dass du das weit von dir wegstoßen sollst. Gibt es da irgendetwas, was dich versucht abzuhalten von deinem Vorwärtsgehen mit Gott? You understand? Verstehst du? What are the people doing around you? Was machen denn die Leute um dich rum? Are they with you? Sind die mit dir? Or are you standing out? Oder stehst du aus der Menge hervor? Are you a crowd follower? Bist du ein Trittbrettfahrer? Have you made your own decision? Oder hast du deine eigene Entscheidung getroffen? Everybody has to make their own decision. Jeder Einzelne muss seine eigene Entscheidung treffen. You got saved by making your own decision. Du wurdest ja auch errettet, weil du selbst eine eigene Entscheidung dafür gefällt hast. By making your own decision. Du folgst auch Gott nach durch deine eigene persönliche Entscheidung dafür. Do you understand? Versteht ihr? Somebody decides, somebody follows. Jemand entscheidet und jemand folgt. Everybody got to make their own decision. Jeder muss seine eigene Entscheidung fällen. Oh, tell your neighbor, hallelujah. Sag mal deinem Nachbarn, Halleluja. And sometimes when people want us to follow in the wrong direction, we have to say no. Und wenn manchmal Leute wollen von uns, dass wir in eine falsche Richtung mitgehen, dann müssen wir einfach den Mut aufbringen und Nein dazu sagen. Because you know, weil du genau weißt, that this is what God says. Dass es etwas anderes ist, was Gott sagt. Remember what Jesus told Peter? Erinnert euch, was Jesus Petrus gesagt hat? Hello, you remember? Erinnert euch? When Peter was like, Jesus, als Petrus so rumjammerte und sagte, Jesus, don't go to the cross, geh nicht ans Kreuz, Jesus. Jesus. And what did Jesus do? Und was hat Jesus da gemacht? He stopped. Er hat gestoppt. And he said, get thee behind me, Satan. Und er sagte ihm ins Gesicht, geh hinter mich, Satan. If Jesus had yielded to Peter, we wouldn't be saved, brother. Bruder. Wenn Jesus sich damals Petrus hingegeben hätte, dann wären wir heute nicht errettet. You understand? Versteht ihr? It's that serious. So ernst ist diese Sache. And it's not that Peter was a devil, but he was yielding to the devil. Und es war ja nicht so, dass Petrus ein Teufel oder ein Dämon gewesen wäre, sondern dass er sich in dieser Situation einfach dem Teufel hingegeben hatte und von ihm verleitet wurde. You see, we have a better nature. Seht ihr, wir haben eine bessere Natur. God is in us. Gott ist ja in uns. He wants to lead us in the right way. Und er möchte uns in die richtige Richtung weisen. And this word, und dieses Wort, it works. Es ist wirksam. It works all the time. Es funktioniert immer. It'll lead you in a good way all the time. It really will. I'm telling you, it's the best. Es führt dich immer in die gute, richtige Richtung, weil es das Beste ist. And sometimes people won't go, but you're gonna go. Und manchmal wollen Leute nicht diesen Weg gehen, aber du gehst. My first wife. Meine erste Ehefrau. Leave the ministry. Verlass den Dienst. Go into business. Und komm in die Geschäftswelt. Make lots of money. Lass uns viel Geld machen. I told her. Ich habe ihr gesagt. I said, you went to Bible school. Ich habe ihr gesagt, du bist zur Bibelschule gegangen. You know what kind of call. Du weißt ganz genau, welche Art Berufung da ist. Sie sagte, du bist ein guter Ehemann, du bist ein guter Papa, aber du musst den Dienst verlassen oder ich werde nicht mehr weiter mit dir gehen. Das war wirklich sehr, sehr hart. Aber ich sagte, es tut mir wirklich leid. Ich muss tun, das, wozu Gott mich berufen hat. It'll cost you. Es wird dich was kosten. And sometimes it costs relationships. Und manchmal kostet wahre Nachfolge auch Beziehungen. I'm glad I got a wife that wants to go forward with God. Ich bin froh, dass ich eine Ehefrau habe, die wirklich mit Gott vorwärts gehen will. That I don't have to drag along. Die ich nicht andauernd hinter mir herschleifen muss.
How many of you know we don't have to drag Pastora along to get her into the Word? Ich denke, ihr wisst doch alle, dass wir nicht Pastora in die Tür reinschleifen müssen, um mit Gott vorwärts zu gehen. To get her to pray, to get her to obey God. Oder dass wir für sie beten, dass sie Gott gehorcht. Am I right, Pastor Stefan? Aren't you glad you got a wife? She wants to go forward. Stimmt auch, Pastor Stefan. Du bist doch auch froh, dass deine Ehefrau vorwärts gehen will mit Gott. And Christine, aren't you glad you're free? Und Christine, bist du nicht froh, dass du frei bist? This woman here was in a mental hospital. Diese Frau hier war in, wie sagt man im Deutschen? In der Psychiatrie. Sie war in der Psychiatrie. And God set her free. Und Gott hat sie freigesetzt. She's free. Sie ist frei. That's what Jesus does. Das ist es, was Jesus macht. She could be pumped up on all kinds of drugs. She's under no medication. Totally in her mind and totally on fire for God. Sie könnte voll gepumpt sein mit allen möglichen Medikamenten, aber sie ist gesund und frei und feurig. Und mutig unterwegs mit dem Herrn. Am I right, Christine? Stimmt doch, Christine. Aren't you glad for what Jesus did? Bist du nicht froh über das, was Jesus getan hat? Pastor Stefan, is Christina Wade in your life? Pastor Stefan, ist deine Frau Christine eine Last in deinem Leben? She isn't, is she? Das ist sie doch nicht, oder? You got a big smile on your face. Du hast ein richtig großes Lächeln auf deinem Gesicht. But he waited. Aber er hat gewartet. He waited. Er wartete. And God gave him the best. Und Gott hat ihm das Beste gegeben. And he doesn't have to drag her along. Er muss sie nicht daherziehen und schleifen. She's regularly out on the street sharing the gospel with people. Sie ist immer und immer wieder draußen auf den Straßen unterwegs, um das Evangelium mit den Menschen zu teilen. I mean, she'll pray for your dog, she'll pray for your canary, she'll pray for whatever. She's fire for God. Ich meine, sie wird einfach beten, ob es dein Hund ist, dein Kanarienvogel, einfach für alles wird sie beten, weil sie völlig feurig für Gott unterwegs she ist. She totally don't care. Und ihr ist es völlig egal, was Menschen denken. Because Jesus saved her life. Weil Jesus ihr Leben errettet hat. I love the preacher. Ich liebe den Prediger. I love the word. Ich liebe das Wort. Amen. Amen. I mean, you know, when my stepfather passed away. Ich meine, wisst ihr, als mein Stiefvater gestorben ist, and he lived out his life, thank God. Und er hat sein Leben wirklich ausgelebt. But he was totally on fire for God. Aber er war wirklich voll im Feuer für Gott. And when he died, und als er starb, he had his hands in the air, hatte er seine Hände zum Himmel gestreckt. God, the week before. Und in der Woche zuvor hat er Gott gelobt und gepriesen. The nurse that was in the hospital told my mom, your husband, he was looking up in the corner and he had his arms up in the air and he was praising God. Hallelujah, that's the way to go, brother. Bruder, ich sag dir eins, diese Art und Weise zu gehen, wie es mein Stiefvater getan hat, wo die Krankenschwester, die im Krankenhaus dabei war, gesagt hat, sie sah ihn mit dem Gesicht nach oben im Raum stehen, die Hände in die Luft gestreckt und Gott nur noch loben und preisen. Und das ist die Art, wie man wirklich geht. I never saw him depressed. Ich habe ihn nie depressiv gesehen. He always whistled. Er hat immer so gepfiffen. And at his celebration service, und an seiner Abschiedsfeier, one person after another, war eine Person nach der anderen da, gave testimony, die Zeugnis gegeben hat. He wasn't a preacher. Er war kein Prediger. He wasn't a preacher. Er war kein Prediger. But so many people, aber so viele Menschen talked about how their life had changed, haben darüber geredet, wie ihr Leben sich verändert hat, of what God did through him. Wegen dem, was Gott durch ihn in ihrem Leben getan hat. Thousands? Ich rede hier von Tausenden von Menschen. What do we wanna leave? Was wollen wir denn hinterlassen, when we leave this life? Wenn wir dieses Leben hier verlassen? What do we wanna leave? Was wollen wir hinterlassen? The fact that we drove a big car. Die Tatsache, dass wir ein dickes Auto fuhren. And I'm not against big cars.
Und nebenbei bemerkt, ich habe nichts gegen große Autos. Gott möchte ja, dass wir das Beste haben. Sag mal deinem Nachbarn, Gott möchte, dass du das Beste hast. Wenn du einen großen BMW X5 fährst, dann sag Halleluja, weil Gott das Beste für mich will. In the best house or whatever. In das beste Haus oder was auch immer. These are tools. Das sind doch alles nur Werkzeuge. It's a tool. Das sind Werkzeuge. The car doesn't own me, I own the car. Das Auto besitzt nicht mich, sondern ich besitze das Auto. You understand? Versteht ihr? And when you got a good car, you can bring a lot of people to church. Und wenn du ein gutes Auto hast, kannst du eben viele Leute zur Gemeinde bringen. I used to drive 60,000 kilometers every year. Jedes Jahr 60,000 Kilometer mit dem Auto unterwegs gewesen. Sometimes preaching in 4 and 5 churches a weekend. I was glad I had a good car. Manchmal habe ich an einem Wochenende zwischen 4 und 5 Gemeinden besucht, um dort zu dienen, und ich war froh in dieser Zeit ein gutes Auto zu fahren. You know, you put that many miles on, you're glad you got something comfortable to ride in. Something that doesn't have any shocks on it. Wenn du so viele Kilometer unterwegs bist mit deinem Auto, bist du doch auch froh, dass du komfortabel dann unterwegs bist und nicht irgendwelche kaputten Teile hast. You understand? What's more important? Versteht ihr, was ist denn wichtiger? Using an airplane to preach the gospel? Ein Flugzeug zum Evangelium verkünden benutzen? Or for Mr. Google to fly around? Oder dass Mr. Google im Flieger. The gospel out. Lass es doch uns all das gebrauchen, um das Evangelium zu verbreiten. I mean, when you can fly to America in 8 hours or you can fly to America in 17 hours, if I'm preaching to, you know, hundreds of thousands of people every day, it's good for me to get there in 8 hours. Ich meine, es macht doch einen Unterschied, wenn du jeden Tag zu Hunderttausenden von Leuten predigst, ob du in 8 Stunden irgendwo bist oder wenn du nach Amerika fliegst oder in 17 Stunden. Das macht einen Unterschied. Versteht ihr, was ich hier meine? Wir müssen all das Gute zur Verkündigung des Evangeliums benutzen. Sag mal Halleluja. For the gospel. Halleluja fürs Evangelium. For the gospel. Fürs Evangelium. We dress up nice because we represent the Lord. Halleluja. For the gospel. Wir kleiden uns schön und wir kommen nicht verranzt daher, weil wir Gott repräsentieren wollen und das Evangelium verbreiten wollen. You know, if I stood up here and I hadn't taken a shower in 5 weeks, I promise you guys wouldn't listen to what I had to say. Ich sage euch eins, wenn ich 5 Wochen lang nicht geduscht hätte und mich hier hinstellen würde, um das Evangelium zu predigen, würde mir doch kein Mensch zuhören, um das zu empfangen, was Gott zu sagen hat. Oh wow. I didn't get close to what I was supposed to say today. Ich bin nicht mal ansatzweise dahin gekommen, was ich eigentlich sagen wollte. But I think we're good for today. Aber ich denke, für heute ist es gut. This is a Sunday. Es ist ein Sonntag. And I try to give you practical stuff when I minister on Sunday. Und ich versuche euch Praktisches zu geben, wenn ich am Sonntag hier diene. Wednesday we go deep, scripture by scripture. Mittwoch gehen wir tief in die Schriften rein, eine Schriftstelle um die andere. Aber ich denke, ihr versteht, um was es geht. Der Wert von dem, was du empfangen hast. Lerne, Nein zu sagen. Wenn du über eine Sache weißt, die nicht im Einklang mit Gottes Willen ist für dein Leben. Und ich verspreche es dir, Gott hat für dich ein besseres Ja. Was ist denn eine Weizenernte, wenn du Menschenmengen zu Jesus bringen kannst? Und klar gibt es auch Menschen, die berufen sind, und zwar viele für die Weizenernte. Und es gibt da draußen wirklich großartige Farmer. Und sie haben auch Leute mit sich unterwegs auf dem Mähdrescher und dort teilen sie von Mann zu Mann das Evangelium. Halleluja! Und wenn wir solche Leute nicht hätten, würden wir nichts zu essen haben. Aber das war es nicht, was ich tun sollte. Und das ist es, was wir alle tun müssen. Wir müssen Gottes Plan für unser eigenes Leben herausfinden und das dann tun. Und dann lernen, Nein zu sagen, wenn etwas eben nicht in diesen Plan Gottes für unser Leben reinpasst. Und dann glaubst du Gott. Und dann glaubst du Gott,
dich in allen Dingen so zu verlinken und einzubauen, dass seine Dinge in Erfüllung kommen in deinem Leben. Amen. Amen. Isn't that great? Ist das nicht großartig? Have you learned something today? Habt ihr heute was gelernt? You've been encouraged today? Seid ihr ermutigt worden? Halleluja. Halleluja. And you're going home build up, right? Und ihr geht nach Hause auferbaut, richtig? And if you can't say amen, just say oh me. Wenn du nicht Amen sagen kannst, dann sag oh weia. Say Lord, I'm sorry. Dann sag Herr, es tut mir leid. And make the adjustments. Und dann trifft die nötigen Veränderungen. So einfach ist das. Leg alles ab, stoß es weg von dir und geh vorwärts. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Wir danken dir für dein Wort. Und Vater, ich habe das Beste getan. Ich habe mein Bestes gegeben, um das vorwärts zu bringen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und Vater, ich bete für jede einzelne Person. Herr, wenn es dort irgendwelche Lasten gibt, dass sie diese Dinge auf die Seite legen können. Und Vater, du sagst, wo wir zuerst danach trachten, dass dein Königreich hervorkommt und deine Gerechtigkeit hervorkommt, dass all diese Dinge uns hinzugefügt werden, all diese Dinge, für die die Welt lebt, du wirst sie für uns dazugeben. Du wirst uns zeigen, wie wir Wohlstand erlangen und wie wir gelingen haben an dem, was wir tun. Du zeigst uns, wie wir großartige Arbeiter sein können an unseren Arbeitsstellen. Und wir wollen dort zu den Besten gehören, um für dich ein Zeugnis abzulegen. Love will love people through us. Und die Liebe in uns wird die Menschen lieben. And from the inside out. Und du wirst durch uns lieben von innen nach außen. We're strong. Und wir sind stark darin. Because we have the Holy Spirit. Weil wir den Heiligen Geist haben. He's our helper. Er ist unser Helfer. To be strong. Um stark zu sein. To say no when you say no. Um Nein zu sagen, wenn du Nein sagst. And to say yes when you say yes. Und Ja zu sagen, wenn du Ja sagst. And to walk free. Um in Freiheit unterwegs zu sein. Oh, when you lay it aside. Du legst all das ab. You're free. Und du bist frei. You're free. Du bist frei. When you lay it aside. Wenn du diese Dinge ablegst. And here, you're here today. Und du bist heute hier. And if there's anything holding you back, just say, Lord, I lay it aside. Und wenn es irgendetwas gibt, was dich lähmt und zurückhält, dann sag, Herr, ich lege das ab und ich bin frei. Und ich verspreche es dir, es gibt nichts, was diesen Frieden ersetzen kann, wenn du einfach diese Lasten loslässt und du sagst, Herr, du kümmerst dich um meine Angelegenheiten und ich mache mir keine Sorgen mehr. Ich glaube dir. So just make a decision today. Also triff heute eine Entscheidung. I let it go. Ich lasse es gehen. Just between you and God, say, Lord, I let it go. Das ist zwischen dir und dem Herrn. Sag ihm, ich lasse es gehen. Anything trying to hold me back, I let it go. Alles, was dich versucht zurückzuhalten, sag es, ich lasse es los. I let it go. Ich lasse es los. I let it go. Ich lasse es gehen. And I trust you. Und ich vertraue dir. To work in all those situations. Dass du in all den Situationen wirksam bist. Halleluja. Halleluja. Jesus name. In dem Namen Jesus.